Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Rescue HQ. Wir haben direkt ein paar kleinere Zwischenfälle. Wir schauen mal, ob wir was Spezielles brauchen. Unfall mit mehreren Autos. Autounfall. Oh, ein Gebäude gekracht. Auch nicht schlecht. Hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht. So, da brauchen wir auf jeden Fall dich. Wir nehmen euch beide, weil dann seid ihr nämlich quasi bei einem Level-Up dabei. Warte, wann brauchen wir hier das Chase-Car? Ne, okay. Hier reicht der Kleine. Nehmen wir hier das Chase-Car. Und hier natürlich unseren Medic. Nehmen wir dich. Hier nehmen wir auch wieder ein paar Noobs. Wobei wir hier... Komm, wir nehmen hier mal die erfahreneren Noobs. Weil dann sind die vielleicht bald keine Noobs mehr und haben ein Level-Up. Das wäre natürlich sehr fein, aber... Ich denke mal nicht, dass dieser eine Einsatz dafür jetzt reichen wird. Aber wir nehmen es natürlich trotzdem gerne mit. So, du kannst ja doch gerade gar nichts machen. Dann lass es doch auch bitte. Wo auch immer du jetzt hingehst, wahrscheinlich machst du erstmal Pause, anstatt zu arbeiten. Ja, du gehst jetzt hier hinten hin, wo du nichts machen kannst. Schön, dann lass das doch auch mal direkt. Und neue Einsätze. Mein Gott, jetzt geht's aber los hier. So, ein Hausbrand und wir haben das perfekte Fahrzeug, die perfekte Truppe und auch die perfekten Utensilien, um das zu bewältigen. Das finde ich super. So, sich zersetzender Bewohner. Wir haben jetzt nur zwei Autos. Gerade hier vor Ort brauchen wir... Oh, hier bräuchten wir das Chase-Car. Den sollten wir sowieso erstmal kurz ruhen lassen. Dann kümmern wir uns erstmal um diese beiden Einsätze. Ja, wobei... Wir warten mal kurz, bis die anderen Fahrzeuge wieder da sind. Weil den brauchen wir schon für den Einsatz hier. Ja, wobei bräuchten wir noch nicht mal. Naja, stimmt, das ist Quatsch, den brauchen wir gar nicht. Könnten wir hier nehmen? Weil die Ausrüstung für Massenkontrolle haben wir ja eine da. Die brauchen wir ja darüber nicht. Komm, dann machen wir den Einsatz, dann sind wir, damit wir den hier fertig kriegen. Und Schichtwechsel, perfektes Timing, denn jetzt haben wir gleich eine frische Crew zur Verfügung. Sobald wir das Chase-Car wieder im Stall haben. Ah, Mist, das war der mit dem Cruiser. Ach, da haben wir das Chase-Car, sehr schön. So, dann nehmen wir mal dich dazu. Na, warte mal, dich und dich. Und so ist es leider ein bisschen suboptimal. Wir bräuchten echt noch ein anderes Auto, damit wir mehr SWAT-Ausrüstung haben. Ach, warte mal, wir haben ja noch... Haha, warte mal, wir brauchen ja noch mehr Polizei. Ja, 95%. 100 wären mir lieber. Ich würde sagen, wir warten noch ein wenig, weil wenn der Einsatz wieder da ist, hier... Dann kriegen wir ja Gott sei Dank den richtigen... Larry, also das richtige Fahrzeug, meinte ich natürlich damit. Und dann sollten wir da auch die 100% gebacken bekommen. Und das finde ich schön. So, wir haben sehr viele Punkte, sehe ich gerade. Büro interessiert mich jetzt erst einmal nicht mehr. Sondern eher die Garage. Haben wir ja noch hier mit dich mit der ganzen Ausrüstung, oder? Oh, wir könnten uns hier natürlich schon den hier holen. Egal, wir kümmern uns jetzt erstmal kurz um die Einsätze. So, der eine ist nämlich gleich zu Ende. Ah, wartet, wir brauchen das mal wegen der... Obwohl? Nee, stimmt, dann kriegen wir mehr Geld. Wir geben gleich die Punkte aus. So. Jetzt holen wir uns mal eben raus hier bitte. Dankeschön. So, jetzt sollen wir ihn haben. Jawohl. Na komm, dann nehmen wir mal euch mit. Ja, und da schaffen wir die 100.
Na, das sollten wir schon nehmen. Aber wir können eine Ausrüstung da lassen. Sehr schön. Geht doch. Auch so wird ein Schuh draus. Und jetzt müssen wir aber doch mal gucken, dass wir unsere Punkte aufbrauchen. So, da passen nur 4 Leute rein, aber er hat mehr Ausrüstung. Da passen nur 3 Leute rein. Ja, komm, wir nehmen dich. Sehr schön. Du passt doch hier da, wo es ein bisschen enger ist. Das finde ich super. Und du kommst in die Nachtschicht. Weil ich jetzt nicht wissen will, wie arg es mit den Finanzen aussieht. Ja, war schon mal besser. Aber egal. So, alle haben was zu tippen. Es wird auch fleißig getippt. Das finde ich sehr schön. Hört sich gut an. Ich fände es natürlich besser, wenn man noch Musik im Hintergrund hätte. Aber man kann ja bekanntermaßen nicht alles haben. So, jetzt bin ich am Überlegen, was sollen wir uns als nächstes holen? Ein neues Polizeiauto oder lieber den Krankenwagen? Ich wäre fast für den Krankenwagen, weil da können wir nämlich die ersetzen. Die kosten 7.000 laufend. Und die hier kosten laufend 12.600. Sind halt nur arg teuer in der Anschaffung, ne? Also das sollte man da entsprechend bedenken. Oh, das ist ja Schitte, denn wir haben nicht die Möglichkeit, das jetzt sauber hinzukriegen. Doch, haben wir. Sehr schön. Perfekt. So, was brauchen wir hier? Unser neues Fahrzeug stünde schon zur Verfügung. Hausbrand. Das ist aber ein sehr großer Hausbrand. Warte mal, wenn ich jetzt den wegnehme, haben wir 85. Nehmen wir den. Ja, nein, das passt nicht. Ja, komm, pfeif doch, dann schicken wir halt 2 los. Soll mir dann auch egal sein. Der Einsatz dauert ja Gott sei Dank nicht so lange. Hoffen wir noch einfach mal, dass während der Zeit kein anderer Einsatz kommt, in dem eine Drehleiter vonnöten wäre. Wenn doch, haben wir leider ein kleines Problemchen. Wisst ihr, was ich überlege? Ich meine, wir haben ja mehr oder weniger alles... Ich muss ja hier ein bisschen umdisponieren. So, du kommst jetzt erstmal nach hier hinten. So, ich packe dann nämlich mal die ganzen Aktenschränke, packe ich mal hier hoch, dass man einfach mal nicht immer 10 Kilometer laufen muss, um an einen Aktenschrank oder an einen Fallschrank zu kommen. Sondern, dass man einfach mal alles griffbereit hat. So, jetzt gucken wir aber erstmal kurz nach den neuen Einsätzen. Ja, jetzt sind schon wieder hier weitere Feuerwehreinsätze. Ich sehe schon kommen, dass wir eine Drehleiter brauchen. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Schön, aber da bräuchten wir eine Tauchpumpe, die wir leider noch nicht haben. So, ein Lufttank und gib ihm. Was brauchen wir hier? Na komm, damit... Vielleicht kriegt ihr dann ja euer Level-Up zusammen. Na, Mist, passt leider nicht. Okay, dann sollten wir den Einsatz hier nehmen. Hm, reicht noch nicht so ganz. Dann müssen wir wohl oder übel doch dich hier nehmen. Ja, machen wir so. Haben wir genug Punkte für die Tauchpumpe? Ich glaube ja, ne? Das war 550. Ja, perfekt. Dann bauen wir doch mal schnell eine. Nehmen wir mal 2, wer weiß, ob wir mal nicht 2 brauchen. So. Ran mit der Tauchpumpe. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt könnte es natürlich an der Anzahl der Feuerwehrmänner theoretisch scheitern. Nein, tut's nicht. So, perfekt. Los mit euch. Ah, so läuft das doch. Ja, auch finanziell kommen wir irgendwann mal hoffentlich in die Gewinnzone. Eines schönen Tages. So, und damit du nicht als einziger Tisch da hinten in der Walachei... falscher Tisch. So, damit du nicht als einziger in der Walachei stehst. Ah, jetzt haben wir dich blockiert. Warte mal. Ja, perfekt, so geht's.
Haben wir nämlich hier schon alle Schränke möglichst nah dran und dann muss hier einer hier unten zum Schrank laufen, um da oben einen Fall zu bearbeiten, beziehungsweise eine Akte oder Schreibarbeit oder whatever. Sehr schön, noch ein Verdächtiger. Das ist schön, das bringt alles Schotter. So, und wir haben auch gerade endlich mal einen Fall bearbeitet, das finde ich super. Oh, aber jetzt muss ich mal gucken, dass ich wieder mit allem hinterherkomme, weil wir haben jetzt schon wieder arg viel Schreibarbeit und Akten und Fälle. Und Schichtwechsel haben wir jetzt auch noch. Mein Gott, die Dramen hören einfach nicht auf. Gut, wobei der Schichtwechsel leer Gott sei Dank einfach nur dafür sorgt, dass wir überall frische Manpower haben, die jetzt erstmal bis 12 Uhr mittags circa, weil dann gehen sie wieder alle essen und aufs Klo. Die bis dahin erstmal fleißigst alles abarbeiten kann. Also haut in die Tasten, ihr Lieben. Und rockt ein wenig die Schreibarbeit, die Akten und diverse Fälle. So, die Feuerwehrlerys haben direkt einen Einsatz, beziehungsweise zwei. Was brauchen wir hier? Zwei Löschwasser und... Machen wir den Einsatz mal als erstes. Brennende Feuerwache, Brand im Industriegebiet. Okay, hier brauchen wir viele Leute, dann machen wir doch den hier als erstes. Zack, da haben wir schon die 100. So, hier brauchen wir unser Löschfahrzeug. 6 Lufttanks. Aber wir müssen jetzt nicht direkt unsere besten alle raushauen. Müssen wir doch. Okay, nehmen wir so. Dann, hier kommst du mit und du. Naja, für mehr reicht es halt nicht, weil wir keine Erste-Hilfe-Sets haben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, aber na gut, es ist halt so. So, ein nicht so smartes Telefon, das macht ihr zu dritt, weil vielleicht kriegt ihr dann alle drei ein Level up. Einer sollte auf jeden Fall eins kriegen. So, wir haben nur noch eine Akte, die zu einem Fall weiter verwurstet werden muss, aber wir haben leider noch jede Menge Schreibarbeit, wie immer. Die Zahl der Akten erhöht, wie ihr seht. So, sehr schön. Immer welche, die hier... Also ich finde es am besten, wenn hier halt einer arbeitet und ein anderer bringt ihm immer Nachschub oder bringt den ganzen Leuten Nachschub. Nur doof, dass man darauf keinen Einfluss hat. Dass man sozusagen den einzelnen Polizisten einzelne interne Aufgaben zuweisen kann. Das fände ich in der Tat noch eine sehr geile Funktion. Aber das Leben ist ja bekanntermaßen kein Wunschkonzert. Von daher wird das wohl eher nichts. Oh, shit. Warte mal. Ach, da brauchen wir 5. Ja, komm, den sourcen wir aus. Nehmen wir euch beide, vielleicht kriegt ihr ein Level up. Hier nehmen wir auch die erfahrensten. So. Ja, es läuft so langsam finanziell. Aber wie gesagt, ich würde echt ganz gerne gucken, dass wir bald dieses Fahrzeug hier kriegen. Ja, wir können natürlich auch sagen, wir machen jetzt hier einfach einen Notfallwagen und Erste Hilfe, aber... So, du hast dein Level-Up bekommen. Oh, ein Waldbrandexperten, sehr schön. Das ist auf jeden Fall auch nice to have. Wenn man es denn mal braucht. Ansonsten läuft es ja Gott sei Dank gerade relativ ruhig und relativ rund. Ich meine, wir haben 3 Einsätze, von daher kann man eigentlich nicht unbedingt davon sprechen, dass es recht ruhig läuft, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir pfeifen jetzt nicht aus dem letzten Loch und das beruhigt mich sehr. So, Büro interessiert mich erstmal nicht mehr. Ja, ich würde schon sagen, dass wir auf den Wagen als nächstes gehen sollten.
Von den Reputationspunkten her. Und dann verkaufen wir... Ne, dann packen wir erstmal einen hinzu. Und zwar... Oh, wobei, die sind halt schweineteuer in der Anschaffung. Ich sollte mich da, glaube ich, nicht zu sehr dran festbeißen. Aber wenn ich jetzt sage, ich kaufe zwei Dinger, das sind 200.000, die mir dann fehlen. Das heißt, wir hätten hier eine 500.000, die wir erwirtschaften müssten. Und wir haben schon bald die Hälfte der Woche rum. Ja, ich sollte vielleicht doch eher auf ein paar andere Sachen erstmal schauen. Würde ich sagen, holen wir doch erstmal hier zum Beispiel so ein einfaches Erste-Hilfe-Set. Oder zwei besser gesagt. Zwei Patienten sind angekommen. Ja, guck mal, schau. Liebe Medics, dann geht doch mal bitte dahin. Sollte jetzt auch... Ach, ihr wart gerade wieder alle futtern und so. Ja, gut. Fällt mir ein, ich kann ja noch in der Küche. Nee, kann ich nicht. Wie viele Punkte kostet das? 800. Aha. Ja, ganz wichtig. Erstmal hier im Rennen Medizin machen. Obwohl wir 22 Medizin haben und mehr auch, glaube ich... Doch, wir können 24 haben. Okay. Wobei eigentlich nicht, sonst wäre ja kein Ausrufezeichen. Ach, egal. Mach einfach, was dir Spaß macht. Das Leben ist zu kurz, um sich mit irgendwelchen Kleinigkeiten zu beschäftigen. So, hier bräuchten wir 10 Leute. Das heißt, wir nehmen hier den großen Wagen mit. Nehmen unseren Industrie-Specialist. Und diverse Leute, die nahe einem Level-Up sind. Und wer dich... Perfekt, brauchen wir noch nicht mal Feuerlöscher. So, hier sollten wir die Tauchpumpe, wow, die macht schon 40%, krass. Überfluteter Keller. Im Keller eines Gebäudes sind Rohre kaputt gegangen und jetzt steht der ganze Ort 2 Meter tief unter Wasser. Feuerwehrleute wurden herbeigerufen. Ja, dann. Wir nehmen dich, weil du die meisten Leute fassen kannst. Ja, machen wir mal so. Müssen ja nicht zu sehr übers Ziel hinausschießen. So, wir haben jede Menge Fallakten. Ich bin schon überlegen, ob ich nicht einen dritten Untersuchungsausschuss machen will. Einfach damit wir mal die Fallakten abgefrühstückt bekommen. Was kostet die im Unterhalt? 9.000. Schon wieder recht viel eigentlich. Aber letzten Endes, was soll ich sagen? Wenn es hilft und wenn wir es gebrauchen können, warum denn nicht? Komm, 23 kostet es zwar in der Anschaffung, aber wir nehmen jetzt noch eine Wand dazu. Schwing! Hauptsache, ihr kriegt alles schön abgefrühstückt. Eines schönen Tages. Und Schichtwechsel, das ist sehr schön. Das heißt nämlich, wir haben wieder frische Leute, die hier ganz energiegeladen loslegen können. Und direkt runter tippen wie die Berserker. So, Tauchpumpe ist im Eimer, aber ist nicht schlimm. Wird ja relativ schnell wieder repariert. So, fast alle mit Akten versorgt. Ja, hier hinten, ihr beiden, ihr bräuchtet noch ein bisschen Material. So, und jetzt gleich dürfen wir einen neuen Feuerwehrmann in unserem Team dazu zählen. Zack, wir haben nämlich einen neuen Bewerber. Du kommst in die Nachtschicht, weil die jetzt gerade läuft. So, möchtest du direkt einen Einsatz haben? Denn wir haben einen kleinen Hausbrand. Komm, wir nehmen mal wieder die kurz vorm Level abstehen und die unerfahrensten, würde ich sagen. Zack. Und gib ihm. So, Tourist mit Alkoholvergiftung. Nehmen wir doch mal einen Cruiser. Das. So, und ein Medic. Da sind wir schon bei 105. Können wir das weglassen? Na komm, wir wollen schon die volle Punktzahl mitnehmen. Oi, 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 jetzt geht's aber rund hier. Okay, Mütze unter Sportfans. Autounfall. Oh, eine Geistesituation, auch nicht schlecht. Und illegales Autobahnrennen. Ihr Lieben, das machen wir allerdings erst beim nächsten Mal, denn wir machen hier einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, Sikowski.